failed me for the last time. Da sage ich willkommen, auch wenn wir zurückspringen, The Force Awakens, weil wir haben was gefunden. So sollte es ausschauen. Also die Dramaturgie, die Zeichner von Disney nach dem Verkauf von Star Wars durch George Lucas haben natürlich die Designer sich hingesetzt und haben die Story sich ausgedacht, die natürlich so nicht zu sehen war. Viele hätten sich gewünscht, wenn die spielerischen Figuren sich wirklich so dargestellt, wenn die Dramaturgie auch vom Gesichtszügen, Masken sich so dargestellt. Aber es war denen doch etwas zu duster, das Ganze. Man wollte es also nicht so dramatisch duster machen wie links, sondern man hat sich ja auf rechts geeinigt. Auch hier, so wollte man ihn halt auch nicht präsentieren. Und das war Disney, diese Dame hier, als Sis war ihr auch, dieser Sis war Disney nachher doch zu heftig. Aber wenn man sieht, was auf uns zukommen könnte, wenn Disney es wollte, was geblieben ist, ist Luke bzw. Hamill mit Bart. Auch seine Maske wurde nicht ihm genehmigt, er bleibt halt mit Bart. Viele hätten sich so ein bisschen mehr Dramaturgie gewünscht, so ein bisschen von Hauch von Darth Vader in Luke selbst. Schließlich ist Darth sein Vater. Auch die Maschinen, die man sich ausgedacht, sind auch nicht verwirklicht worden. Sie sollten wuchtiger, sie sollten dramatischer, sie sollten halt mehr darstellen. Man hat auch mehr mit den Lichtschwertern arbeiten wollen, auch in die Tiefe wollte man gehen. Man wollte also die Dramaturgie anheizen. Nun, Luke ist halt geblieben. Er hat den Bart. Er ist ein bisschen buseliger. Er ist nicht so geschmeidig. Luke hatte das große Glück, dass er halt mit Bart arbeiten durfte. So richtig gefallen hat es ihm nicht, aber der Bart war. In 8 und 9 werden wir sehen mit Bart. Und man hat natürlich nur andere Geschichten vorgehabt, dass man den Untergang, also dass man die Hand findet, damit man auf den Saber kommt und so weiter. Aber die Unterwasserwelt hat man also auch sein lassen. Man hat sich auch nicht so stark auf den Falken sich geeinigt. Also alles, was man hier sieht, sind originale Zeichnungen, die wirklich so ausgedacht. Nun, hier sind wir bei 7 und 7 ist geblieben und ab da kommt uns ja alles bekannt vor. Dieser Schauspieler hat höflich gefragt, ob er nicht länger dabei bleiben darf, weil sonst ist er ja immer, wie die Wookies auch, man hat ja nur einen Wookie und nicht mehrere, auch dieser Schauspieler wird uns, wie auch sie als General, wird uns wohl weislich in 8 begegnen. Aber was sich so ausgedacht wurde, Original-Setbilder, ist doch schon sehenswert. Also die Fahrzeuge, die Disney, vielleicht macht Disney das ja irgendwann. Bald haben wir ja Rogue One. Und bei Rogue One ist ja schon eine Menge anders, wie jetzt bei Awaken 2015 zu sehen war. Er ist geblieben. Er ist zwar nicht so dramaturgisch verändert worden, aber er ist. Und die Dramaturgie und ja, das ist halt eine Sache, wo jeder drüber nachdenkt, wer ist er denn? Wo kommt er her? Wie groß ist er wirklich? Ja, ich sag nur eins. Unendliche Weiten, auch bei Star Wars. Willkommen zur Show, willkommen bei Star Wars The Show in Deutsch.